Ja, quasi zur Halbzeit nach der vierten Runde haben wir hinter dem drittplatzierten Neulandschule Lahr, Berg B, noch die Wolfgang-Schmelzl-Gasse, die auf Rang 4 liegt. Und die muss jetzt in Runde 5 gegen die Neulandschule A antreten. Auf Brett 1 haben wir Lukas Stadlinger, Brett 2 Vincent Fuchs und auf Brett 3 Paul Kainacher, Brett 4 Fabio Wimmer. Bei der Wolfgang-Schmelzl-Gasse und bei der Neulandschule wurde Ersatzmann Harald Schwab eingesetzt auf Brett 4. Und hier jetzt Theresianum A gegen Neulandschule Laberg B und wir konzentrieren uns auf Brett 3. Hier ist folgende Stellung entstanden aus dem Zwei-Springer-Spiel, auch preußischer Partie genannt. Die Anfangszüge, ja, wie gewohnt, jetzt gibt es diesen frühen Angriff mit Springer G5 und den wehrt man mit D5 ab. Weiß nimmt auf D5 zurück und üblicherweise im klassischen System geht der Springer jetzt nach A5, bedroht den Läufer, der gibt ein Schach, Schwarz gibt den Bauern und hat für diesen Minusbauern eine etwas bessere Entwicklung. Aber Kahn hat sich entschlossen, hier auf D5 gleich mit dem Springer zu nehmen. Und da bringt Viktoria jetzt ein interessantes Figurenopfer. Sie schlägt mit dem Springer jetzt auf F7 ein. Dame und Turm sind bedroht, da muss wohl der König schlagen. Dame F3 Schach und man beachtet, dass der Springer sich nicht vorstellen kann, er ist ja auf D5 gefesselt. Und Kahn geht mit dem König jetzt nach G8 zurück. Das hätte Viktoria gleich ausnutzen können, indem sie mit dem Läufer den Springer nimmt. Dame muss den Läufer nehmen, es gibt nichts anderes mehr und es wird matt in wenigen Zügen. Hier sehen wir den Königszug auf G8 von Kahn. Aber Viktoria spielt nun Springer C3. Das ist ein Zug, der richtig ist, wenn der König ins Zentrum gegangen wäre. Dann greift man diese Figur, die gefesselte Figur nochmals an. Aber Springer C3 gibt dem Schwarzen noch einmal die Gelegenheit, D5 zu überdecken mit Läufer E6. Viktoria hat nun die Möglichkeit, diesen Springer zu nehmen. Sie entschließt sich mit dem Springer, den zu schlagen. Und hier findet Kahn jetzt den richtigen Gegenzug, nämlich Springer D4, bedroht die Dame und die fährt nach E4. Das würde hier jetzt auch einen schwarzen Vorteil ergeben, aber es ist absolut ein Spiel, in dem Viktoria bestimmt, wie es weitergeht. Sie kennt diese Variante doch etwas genauer und kann sich letzten Endes dann doch noch durchsetzen. Ein wichtiger Punkt, den sie hier einfährt, sie nimmt dem Theresianum jetzt noch einen Punkt weg und damit ist die Neulandschule 2 Punkte in Führung gegangen, denn das A-Team besiegt die Schmelzlgasse mit 4:0. Hier der Zug von Kahn, ein tolles Manöver, aber Viktoria hält das Spiel doch noch irgendwie spannend, kommt wieder in Vorteil und gewinnt letzten Endes 3:1 fürs Theresianum, aber ein 4:0 für die Neulandschule Laarberg gegen die Altschingergasse. Wir sehen auf Brett 3 hier gegen Sandra Hansel spielt Maximilian Danhell. Und auf Brett 2
ist es Johnny Zhang, der gegen Sebastian Kasper spielt. In der sechsten Runde haben wir die Schukowitz-Gasse hier jetzt im Bild gegen die Ireneus-Gasse C. Die Schuko-Kinder hatten ja einen schwierigen Start, gleich mit der Neulandschule A. Dann ging es auch nicht ganz so gut, aber ab der Runde 3 ging es wieder bergauf und nun spielen sie auf Tisch 4 gegen die Ireneus-Gasse. Hier Tizian Peraus gegen Dominik Meyer. Da haben wir Clemens Doschig im Bild, der soeben die Dame bedroht hat von Ayub Sabi. Ja, wo soll sie hin? Ja, er hat das Feld gefunden, wo sie noch sicher steht. Julian Weber gegen David Salami kann sich durchsetzen. Der Wettkampf endet 2:2. Die Zeltgasse gegen den Hammerfestweg. Und St. Franziskus gegen die Stubenbastei. Hier die Neulandschule B mit Ersatzmann Eduard Smola auf Brett 4. Neben ihm Lukas Rigo auf Brett 3. Die beide den Punkt abgeben müssen. Nur Philipp Bui bleibt erfolgreich in seinem Match gegen Josefino Placevic. Und Jonathan Sumera muss hier den König legen gegen Valentino Placevic. Neulandschule Laberg gegen Ireneus-Gasse A endet 3:1. Wir sehen hier, aufgrund einer Reklamation ist die Schiedsrichterin gekommen und Stefan hat sich am Nebenbrett die Erklärung an der Schiedsrichterin angehört. Allerdings war er dadurch dann derart abgelenkt, dass er seine Partie verloren hat. Das bedeutet aber nun auch, dass das Theresianum wieder näher rückt. Ja, während all dieser Erklärungen hat sich der Gegner überlegt, wie er sein Spiel fortsetzt. Ansonsten hätte Stefan hier gar nicht einmal so schlechte Karten gehabt. Die anderen drei Neulandschüler gewinnen ihre Partie, aber das Theresianum hier gegen die Wolfgang-Schmelzel-Gasse kann alle 4 gewinnen. Und damit haben wir nach der sechsten Runde jetzt nur einen einzigen Punkt wieder Vorsprung bei der Neulandschule A vor dem Theresianum A. Rang 3, die Zinkgasse mit 13,5 Punkten und deutlich schon abgeschlagen, aber auch der 13. hat noch 10 Punkte. Das heißt nur 3,5 Punkte zurückliegend hinter dem derzeitig Drittplatzierten und da ist noch alles möglich für fast alle Mannschaften. Gibt es die Chance, auf Stockerl zu kommen? Auch die Neulandschule B hat diese Möglichkeit gegen die Hernalser Hauptstraße. Ja, und hier jetzt in der letzten Runde beim Theresianum geht eine Partie recht schnell zu Ende zwischen Michael Mirzinski und Dominik Meyer. Und überraschenderweise, und man kann es offenbar schon am Gesichtsabdruck ablesen, hat sich hier Dominik durchsetzen können, offenbar mit einem Blitzangriff. Und die Betreuerin trägt das Ergebnis ein und ja, zum Erstaunen ist hier der Punkt weg. Damit
bräuchte die Neulandschule hier noch 3 Punkte, um diesen einen Punkt Vorsprung zu erhalten. Aber die Zinngasse wird mit 4:0 besiegt und damit steht die Neulandschule Laaberg als Sieger fest vor dem Theresianum.